herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy V mit Chibi Let's Play. Und Hiryu wartet immer noch darauf, dass wir unsere Aufgabe hier am Turm bewältigen. Deswegen gehen wir jetzt wieder rein. Und ich habe ein bisschen trainiert. Also wir sind jetzt bei Stufe 12. Und manche haben bei ihrem Joblevel auch Stufe 4. Bis auf Bart. Bei ihm ist es leider noch Stufe 3. Aber ja, dafür haben sie ja doch ein bisschen Gas geben können, auf was die Werte betrifft. Fähigkeiten. Ja, hier hat sich nicht so viel getan. Sprint hattest du ja vorher schon gelernt, glaube ich, im letzten Part. Aber ja, es wird, ne? Hier kann man auf jeden Fall sehr gut leveln. Manche Gegner hinterlassen, beziehungsweise Gegnergruppen hinterlassen dann 3 Fleißpunkte. Das ist schon ein bisschen besser. Was mir gerade eingefallen ist, was ich vergessen habe zu erwähnen. Manche hinterlassen auch sehr gute Waffen. Vor allem, wenn Fares sie klauen kann. Wie beispielsweise eben das Mithril-Schwert für Barts. Oder eben auch die Feuerrute für Garluf. Ne? Also, ja. Das ist schon sehr interessant. Sehr nützlich auch. Ach, guck mal, der ist neu. Stehversuch fehlgeschlagen. Der Lindwurm ist wirklich neu. Da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt verhält. Okay. Der hält wieder ein bisschen mehr aus. Ich versuche jetzt nochmal den Seelenlosen zu beklauen. Auch fehlgeschlagen. Bleibt nicht aus. Ist halt Glückssache, ne? Ging auch daneben. So, jetzt aber zack. Yay! Potion gefunden, sehr schön. Okay, gehen wir mal weiter hinauf. 3. Stock. König Walser. Oh nein. Garula ist oben. Bitte rettet den Kristall. Au. Ja, toll. Hier können wir nochmal speichern. Das ist schon mal gut zu wissen. Das bedeutet, Garula wird uns einen spannenden Bosskampf bescheren, denke ich mal. ...66 Schaden. Hat aber gereicht. Okay, komme ich hier irgendwie durch? Nee, ist keine unsichtbare Wand. Ah, vielleicht muss ich mich da runterfallen lassen auf der anderen Seite. Ich würde nämlich schon gerne an die Truhe ran. Fares schläft. Volltreffer. Das ging auch daneben. Ja, schön. Feuer. So. Angriff. Ja, ging auch so. Okay. Dann nutzen wir mal ein paar Potion für die Runde. So. Ja, du auch. Ist okay. Dann speichere ich jetzt nochmal. So. Und dann gehen wir weiter hinauf. 5. Stock. Ich habe gehofft, ich könnte mich hier irgendwie fallen lassen. Hallo? Ich habe gedacht, hier wäre jetzt ein Loch, wo ich jetzt zur Truhe rüber fallen kann. Aber gut, wenn nicht ist, ist nicht. Wieder nichts geklaut. Schade. Ich gehe mal wieder.
Glücklicherweise verliere ich jetzt hier kein Geld, wenn ich fliehe. Wie kommen wir denn da lang? Fares, hast du nicht Fähigkeit Gänge sehen? Doch, Gänge finden. Ausgewählt. Ich bin verwirrt. Ja, dann eben nicht. Dann lasse ich die Kiste eben Kiste sein. Ich meine, hier im Wasser kann ich ja auch nicht rumlaufen. Nächster Kampf. Wieder fehlgeschlagen. Och Mann, was ist denn los mit dir, Fares? Au. So, versuch's bitte nochmal. Mithril Messer gestohlen. Ja, das ist doch perfekt für dich, hör mal. So, Vita auf die Gruppe. Und damit haben wir das geschafft. 2 Fleißpunkte, Potion. Mithril Messer, oh Mann, das ist doch super. Hier, Angriff von 14 auf 23 hoch. Ist zwar jetzt auch kein Excalibur, aber es ist immerhin etwas. Kann ich hochklettern? Ach, okay, okay. Jetzt verstehe ich auch, wie... Also es war jetzt keine Absicht, dass ich hier hochkletter. Ich war einfach nur zu nah an dem Ding dran. An der Säule. Und dann lief die Animation quasi automatisch. Ja? Jetzt auch wieder. Das ist interessant. Dann muss ich gleich nochmal runter zur anderen Kiste. Und sei es auch nur für eine doofe Phönixfeder. Die wird schon ihren Sinn später erfüllen. Wer weiß, nachher finde ich dann ein richtig cooles Item. Oder eben nur 100 Gil, das kann auch sein. Aber hey, bei dem Hin und Her jetzt haben wir auch einige interessante Gegner getroffen, beziehungsweise Erfahrungspunkte gesammelt. Ich wusste gar nicht, dass man hier so klettern kann. Bart ist aufgestiegen. Hier ist ein Silberreif, auch mal eben. Ich muss mal ganz kurz mal die Vergiftung hier heilen. So, Silberring. Linke. Wahrscheinlich hier unten, ne? Aus Silber geschmiedeter Reif. Anscheinend kein Attribut. Macht nur höhere Verteidigung, Magieabwehr. Ja, dann natürlich für dich, ne? Ja. Ja, dann gehen wir jetzt doch erstmal runter und die rechte Ranke werden wir dann gleich in Angriff nehmen, sag ich mal. Mal gucken, ob ich noch ein Messerchen von denen klauen kann. Jawoll! Dann kriegt vielleicht Garluf das Messerchen. Wenn es denn besser als seine Feuerrute ist. Aber die Feuerrute hat natürlich ein Feuerattribut. Das ist auch nicht zu verachten. Ne? Schauen wir mal. Lena ist aufgestiegen, Garluf, Fares. Auch. Gut, dann gucken wir mal. Messerchen, Mithril-Messerchen. Im Angriff besser. Ja. Frostrute auch. Nimm mal ein Messerchen. Ne? Ja, ich habe sehr viele Feuerruten klauen können. Kann ich nachher alle verdicken nochmal. Okay. Du heilst mal bitte Garluf.
Das reicht doch so, okay. Ja, trotz allem ist Garlof in der Offensive jetzt nicht ganz so gut, weil er halt ein Schwarzmagier momentan ist. Ich habe die Jobs ja auch noch nicht gewechselt. Ich wüsste auch noch nicht zu was. So, jetzt will ich mal unten gucken. Da ist eine Ranke. Aber im Wasser. Komme ich denn jetzt... Hä? Muss ich erstmal das Wasser ablassen? Komme ich doch nicht ran, ich kann doch nicht schwimmen. Ich bin verwirrt. Ja, egal. Dann gehen wir halt wieder nach oben, ne? Immer noch nicht besiegt. Jetzt aber. Und unser edler Ritter erschlägt den Lindwurm, wie Siegfried damals. So, ein Fleißpünktchen. Ja! Ach so, einer ist wieder vergiftet. Antidote. Natürlich wieder Garlof. Ach komm, jetzt sind wir gerade hier. Im Menü. So. Ja, ich hätte natürlich auch ein Zelt nehmen können, aber nö. Potion kosten jetzt nicht die Welt. Und hey, hin und wieder kann man die auch von Gegnern klauen momentan. Und Mithrilmesser natürlich auch. Damit wir die auch noch teuer verticken können. So, du nimmst den auseinander. Und die anderen konzentrieren sich auf den oberen. Okay, Barz, du musst mal helfen. Ja, so einfach hätte es gehen können. Pushen! Okay. Ja, dann nehmen wir jetzt die rechte Ranke. So. Äther! Kann man hier eigentlich auch hoch? Nein. Es müssen bestimmte Ranken sein. Ich hau ab. Wir haben noch was vor, ne? Jetzt bei der vielen Rankenkletterei und Thronsucherei ganz die Mission außer Acht gelassen. Hä? Sie kontrollieren dich, nicht wahr? Nun, ich werde nicht zulassen, dass du den Kristall zerstörst. Geh weg! Ah! Oh nein, sie kommt! Okay, das ist also Garula. Ein... Wie soll ich sagen? Ein Elefant ohne Ohren, ohne Rüssel, aber dafür Haare. Okay, und haut ziemlich rein. Ich würde sagen, wir mal... Erstmal Protes. Auf Garlof. Schlaf, Mädchen, schlaf. Nein, nicht. Potion gestohlen. Nicht mehr. Es ist schade, dass ich Potion, Protest nicht streuen kann auf das ganze Team. Aber ich rate mal, dafür gibt es einen anderen Zauber oder ähnliches. Nichts Stehbares mehr. Okay. Na, ich glaube, das war doch ganz gut mit Protes. Angriff.
Feuer. Okay. Machen wir erstmal so weiter. Das war jetzt gut gekontert. Nehmen wir jetzt mal Blitz. Okay, jedes Element hat bisher 72 Schaden abgezogen. Das in Kombination mit einem Potion. Okay. 5 Fleißpunkte. High Potion erhalten. Yay! Und was jetzt? Seht! Der Kristall! Nein! Wir kommen zu spät. Lord Gerlof. Hä? Ihr wisst, wer ich bin? Lord Gerlof, ich konnte ihn nicht beschützen. Vergebt mir. Ah. Hey! Hier wird nicht gestorben. Bitte sag mir, wer bin ich? Den Feuerkristall beschützen. Hm? Was jetzt? Die 5 Splitter. Die Kristallsplitter leuchten auf einmal. Leihen auch sie uns wieder ihre Kräfte? In dem Splitter ruht der Geist eines Kriegers. Berserker. In dem Splitter ruht der Geist eines Kriegers. Rotmagier. In dem Splitter ruht der Geist eines Kriegers. Beschwörer! Da ist auch noch einer. Gleich. In dem Splitter ruht der Geist eines Kriegers. Paladin. In dem Splitter ruht der Geist eines Kriegers. Zeitmagier. Hm? Was geschieht jetzt? Der Turm! Er versinkt! Was? Aber ich wollte mir doch den Splitter holen. Hallo? Nimm dir den Splitter. Hallo? Komme ich da echt nicht ran? Ist ja gemein. Da ist natürlich die doofe Säule vor. Ach Mann. Ah, ich weiß genau, dass ich hier nachher nicht mehr hinkommen kann. Oder? Gut, retten wir erstmal unser Leben, ne? Wenn ich hier eh nicht hinkommen kann. Gemeinheit. Was? Syldra! Syldra, du lebst! Und hast die Jungs geschluckt.
Ein Glück. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Zeldra, du hast uns gerettet. Zeldra, danke. Du hast deine letzten Kraftreserven eingesetzt, um uns zu retten. Was soll das heißen, Zeldra? Du darfst nicht sterben. Ich lasse das nicht zu. Nein. Nein. Zeldra. Nein. Lass mich. Lass mich. Zeldra. Nein. Zeldra, danke. Nein, Zeldra. Ich hatte gerade einen Schauer über den Rücken. Oh, Miss Eldra. Na gut. Gucken wir uns erstmal unsere neuen Jobs an. Berserker. Mit ihrer überlegenen Stärke und dem Verzicht auf andere Kommandos kennt dieser Kämpfer nur noch die Offensive. Okay. Mit Tiermaske auf dem Kopf. Paladin. Magiebegabte Krieger, die Klingen verzaubern können und im Notfall automatisch magische Barrieren einsetzen. Klingt gut. Rotmagier. Vielseitiger Magier, sowohl in weißer als auch in schwarzer Magie. Beschwörer. Beschwörer mit der Fähigkeit, magische Kreaturen herbeizurufen und deren Kräfte für sich einzusetzen. Zeitmagier. Magier, Herren über Raum und Zeit, die die Dimensionen nach ihrem Willen beeinflussen können. Krass. Gut. Zeldra. Das hat mich wirklich gerade mitgerissen. Ja, also ich bin dafür, dass Elena Beschwörerin wird. Oder? Oder nicht, oder doch, oder doch? Was nehmen wir denn jetzt? Oh Mann, oh, ich kann mich nicht entscheiden. Da Fares ja immerhin auch jetzt viel mit Kreaturen zu tun hatte, eben auch mit Zeldra zusammen aufgewachsen ist, wäre es vielleicht auch gar nicht mal verkehrt, wenn ich ihr den Beschwörer-Job gebe, oder? Ich glaube, das passt zu ihr, glaube ich, auch ganz gut. Und Lenna vielleicht Zeitmagier. Ja. Andererseits, ich hätte gerne auch dauerhaft kann ich dir auch so Gänge finden geben? Ja, kann ich. Ja, dann machen wir das doch so. Aber stehlen ist dann weg. Das ist auch wieder doof. Stehlen ist dann weg. Ja gut, ja gut, ja gut. Müssen wir später mal gucken. Ich glaube, das ist wieder was, wo ich mich erstmal richtig mit aufhalten muss, beziehungsweise mich schlau machen muss. Berserker. Ach süß, sie hat so ein Tiger-Anzug, Masken, Dings. Süß. Oder soll ich Gerluft den Zeitmagier übernehmen lassen? Ich würde auf jeden Fall schon ganz gerne einen Zeitmagier anwählen, aber Paladin... Ich weiß gar nicht, was Paladin alles lernen kann an Magie. Okay, wir machen das jetzt mal anders. Ich nehme jetzt alles wieder zurück, wie es vorher war. Dann mache ich mich ein bisschen schlau über die ganze Sache. Was wir jetzt halt alle an neuen Jobs haben. Du hattest Dieb. So. Mit
Bandana. Und dann schauen wir mal. Hier hat sich jetzt nichts getan, ne? Doch. Das Loch war vorher nicht, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass der Meteorit vorher einen Eingang hatte, geschweige denn hohl war. Was ist das denn hier? Darauf hättest du dich nicht stellen sollen. Was? Hat es geklappt? Wurde er teleportiert? Das wissen wir erst, wenn wir es auch gemacht haben. Wenn wir es ihm gleich getan haben. Los! Na dann! Das sieht hier alles so vertraut aus. Und der Ritter im Turm kannte mich auch. Ach verdammt, wer bin ich nur? Finden wir's raus. Okay, der Teleporter bringt uns verdammt weit weg. Wo sind wir jetzt? Sehr merkwürdig. Warum hat der Meteorit einen Teleporter? Und wo bin ich hier? Hä? Moment, wo war die Karte? Ja. Ah, ich bin jetzt wirklich genau in der Mitte. Ganz weit weg von hier, Ryu. Okay. Na gut. Ist hier irgendwo ein Dorf? Merkwürdig. Ich würde ehrlich gesagt wieder zurück zur Stadt gehen. Mit Hiryu. Deswegen teleportiere ich mich wieder zurück. Und dann möchte ich erstmal gucken, dass daneben war Thule. Da habe ich den ganzen Weg dahin gemacht. Aber ich denke mal, wir werden auch den Teleporter nutzen müssen, storymäßig. Ist schon interessant, dass ausgerechnet der Komet, beziehungsweise der Meteorit, ein Teleporter hat. Die miteinander verbunden sind. Hä? Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wir müssen jetzt dem Volk von Vaalse Bescheid sagen, dass ihr Turm kaputt ist und wahrscheinlich auch der König. Na gut, das machen wir dann im nächsten Part, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Schaltet bitte auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dann! Tschüss!